Moin, ich bin Kai und heute habe ich im Interview die wunderbare Hochzeits- und Porträtfotografin Marta Urbanides zu Gast. Wir haben uns in ihrem Studio getroffen und ziemlich lang und ausführlich gesprochen. Ich hoffe, ihr könnt davon genauso viel mitnehmen wie ich. Eine Kleinigkeit muss ich euch eben ansprechen. Die Kamera, die mich filmen sollte, fand irgendwie Martas Hinterkopf schöner als mein Gesicht. Deswegen ist der Hinterkopf leider im Fokus. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm und ihr könnt darüber hinwegsehen. Die meiste Zeit ist eh nur Marta im Bild zu sehen und das ist ja eh viel wichtiger. Insofern viel Spaß mit dem Video. Wer bin ich, Kai? Ja, wer bist du? Erstmal bist du hier, Marta. Also ich habe heute Marta Urbanides zu Gast und Marta ist, glaube ich, die Person, die mich fotografisch am meisten beeinflusst hat. Kennengelernt habe ich dich in einer Werbeagentur, als ich meine Ausbildung angefangen habe. Und da warst du Art Director. Und genau, was ist Marta? Marta ist preisgekrönte Hochzeitsfotografin, Award-Gewinnerin. Marta ist außerdem Energiebündel, Hundemutti, Feinschmeckerin, spricht eine eigene Sprache, macht manchmal T-Rex-Geräusche, hat Bilder... Du darfst ruhig lachen. Oh mein Gott. Du ruckst die T-Rex raus, verdammt. Ich hole die T-Rex raus, genau. Marta hat Bilder auf der Fotokina ausgestellt schon, soweit ich weiß. Also alles, was falsch ist, darfst du gleich korrigieren. Bist nach eigener Aussage Wahlbremerin. Hast eigentlich BWL studiert. Nicht eigentlich. Ja, aber eigentlich bist du ja jetzt Fotografin, ja. Deswegen eigentlich nur. Du hast BWL studiert und ein MBA und zur Fotografie gekommen bist du durch die Arbeit in der Werbeagentur, wo du dann irgendwann mal gesagt hast, jetzt mache ich die Bilder mal selber, ich kann das viel besser. Und ein großer Einfluss war da aber wohl ein Foto von Minze, was auch einen Award gewonnen hat. Ja. Und was man immer noch auf deiner Fotocommunity-Seite finden kann. Ja, doch, stimmt. Oh, ganz schlimme Seite. Also darf man eigentlich gar nicht gucken. Das sind so richtig alte Schabracken. War ich neulich da, habe ich mich wirklich erschrocken. Ganz schlimm. Ich muss das. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe nicht mal Zugangsdaten da. Also ganz schlimm. Ja, herzlich willkommen, Marta, auf jeden Fall. Danke, Kai. War irgendwas Falsches dabei? Nee, eigentlich glaube ich alles richtig. Okay. Du bist so vielseitig begabt. Warum hast du die Fotografie ausgewählt? Also du hättest ja auch irgendwie Grafikdesignerin sein können oder Modedesignerin oder Malerin oder Bildhauerin. Wirklich? Oder Basteln, keine Ahnung. Warum Fotografie? Das war mir nicht bewusst, dass ich so alles auswählen durfte. Nein, ich habe eigentlich angefangen BWL zu studieren, weil ich immer was mit Werbung machen wollte. Also eigentlich Werbung ist das, was mich irgendwie voll anspricht und mir war nicht bewusst, dass ich eigentlich grafisch vielleicht begabt bin oder fotografisch auf keinen Fall und ich kann nicht richtig gut zeichnen, deswegen dachte ich mir, lass was mit Marketing machen und dann landest du irgendwann bei einer Werbeagentur und kannst zwar nicht die kreativen Sachen machen, aber kannst du zwischen den kreativen Menschen arbeiten und dadurch quasi so ein bisschen von diesem Umfeld Luft schnappen. Und deswegen war die Idee mit dem BWL-Studium. Und während des Studiums habe ich schon für eine Werbeagentur gearbeitet. Erstmal natürlich, was macht man da? Kocht man Kaffee und... Klassiker. Ja, genau. Und versucht man vielleicht bei zwei, drei Marketinggesprächen dabei zu sein. Und ja, und dann habe ich immer von Jungs, die da gearbeitet haben, weil tatsächlich am Computer saßen nur Jungs, komischerweise, habe ich immer nachgefragt, was sie machen, mit welchem Programm und wie läuft das. Und das habe ich versucht, zu Hause nachzumachen. Und so habe ich gemerkt, naja, ich muss vielleicht nicht krass zeichnen können, um vielleicht was Grafisches machen zu können, weil die Programme das erlauben. Oder eben nachher habe ich auch gemerkt, ich muss keine krasse Fotografin sein, mindestens am Anfang, um irgendwie halbwegs vernünftige Fotos zu machen, weil man kann ein blödes Foto machen und das doch relativ gut bearbeiten. Und die Fotos waren besser als das, was ich dann vom Kunden gekriegt habe. Das war eigentlich der Anfang. Und deswegen war das eigentlich, das kam einfach zu mir. Das war kein richtiger Wahl nach dem Motto, ich finde Fotografie spannend, deswegen mache ich
Deswegen, weil ich Fotografin bin, da, das hat gepasst. Wann war das ungefähr? Möchtest du das sagen? Man mag nicht glauben, weil eigentlich bin ich 19. Heißt, das kann 19 plus. 19 plus, genau. Gott, ich weiß es gar nicht. Warte mal, ich war fertig mit Studium 2002. Also es musste 5 Jahre davor sein. Da gab es schon Photoshop? Ja, da. Hi. Ja, ich habe jetzt nicht gesagt, welche Version. Da gab es schon Photoshop. Nein, so war es gar nicht gemeint. Ja, doch nicht. Aber es gab schon Photoshop, es gab schon Computer, es war nicht alles auf Film fotografiert wahrscheinlich. Nein, tatsächlich leider nicht vielleicht. Also ich weiß es nicht. Von einer Seite denke ich mir, schade, weil dann hätte ich diesen richtigen geilen Background. Mhm. Von anderer Seite wahrscheinlich hätte ich mich da gar nicht getraut, was zu machen. Aber ihr hattet schon eine Digitalkamera. Genau, wir hatten schon eine Digitalkamera und wir hatten schon Photoshop. Allerdings angefangen habe ich mit Corel. Corel, was war das? Photopaint. Photopaint, ne? Irgendwie sowas. Das sowas, ja. Und Corel Draw als Pendant zu InDesign, ja. Quasi. Nee, oder Illustrator. Ja, genau. Beides eigentlich, wie auch immer. Ist auch, also ist ja spannend sozusagen, weil in der Zeit haben ja noch viele Werbefotografen auf Film fotografiert. Mhm. Und sind dann erst, ich glaube, so 2006, 7, 8 so die Richtung dann umgestiegen, ne? Genau, da war ich schon voll Profi. Da warst du schon voll Digitalprofi, genau. Und war das dann alles Studioarbeit? Oder also hast du sozusagen dann in der Agentur in so einem Raum irgendwie Fotos von Produkten gemacht? Oder was war das für Fotos? Ach, da gab es nicht mal so einen Studioplatz da in der Agentur. Okay. Das war so mal auf dem Küchentisch. Genau, auf dem Tisch mal eben ein Zettel von wegen Holzkehle. Das war's, mehr war es nicht. Oder viele Produkte habe ich dann keine Freisteller gemacht, sondern mehr so, weiß nicht, so Mood-Fotos mit Produkten. Da lag irgendwie, keine Ahnung, 2 Blumen und dann Apfel, ich weiß es nicht. Okay. Eher eine Schraube, das war immer so ganz spannend, Sachen, so Schraube irgendwie. Okay, aber schon Produktfotografie. Ja. Okay. Produktfotografie oder einfach die Fotos, die man für Business braucht, keine Ahnung. So, ich habe irgendwelche Halle abfotografiert oder war beim Kunden und 2 Porträts gemacht für seine Webpage plus dann Gebäude, wo die arbeiten und Leute bei der Arbeit. Mhm. Ja. Und dann bist du ja irgendwann nach Bremen umgezogen. Mhm. Und dann bist du irgendwie zur Hochzeitsfotografie gekommen. Genau, auch Zufall. Natürlich. Ich habe dann zu diesem Zeitpunkt schon so ein bisschen fotografiert, aber mehr so leidenschaftlich, mehr, keine Ahnung, alle Freunde, die nicht weglaufen wollten von der Kamera, mussten abgelichtet werden. Und ich hatte damals sehr viele Serien gemacht für mich selber, also quasi, wenn jemand Briefmarken sammelt, habe ich quasi Fotos gesammelt, also beziehungsweise Fotomotive gesammelt und habe ich mir selber so Challenges gemacht nach dem Motto, dieses Jahr fotografierst du Telefonzellen. Ich glaube, da haben wir uns gerade kennengelernt, als ich Telefonzellenmodus war. Bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht dran. Wo haben wir uns getroffen? Schon in dem letzten Büro oder warst du schon im Sturm? In der U-Bahn-Straße. U-Bahn-Straße. Nee, da waren schon Telefonzellen vorbei. Okay. Und da war es spannend mit diesen Telefonzellen, das habe ich immer in der Nacht gemacht mit Langzeitbelichtung. Ich liebte das total irgendwie in der Nacht mit Langzeitbelichtung, weil es war ein bisschen wie Zauberei, weil man am Ende nach Hause gekommen ist und ich wusste, was man tatsächlich fotografiert hat, wie das aussehen wird. Und klar, du konntest ein bisschen an und, oder beziehungsweise auf dem Display sehen, aber durch die Bearbeitung kamen noch so Sachen raus und ich so, oh, wie schön das alles auf einmal aussieht. Und ich hatte auch viele Freunde, die mir gesagt haben, du, Straße so und so, habe ich noch die gelbe Telefonzelle gesehen. das war nicht viel. Also jetzt mittlerweile ist es fast kaum da irgendwie, was steht. Jetzt sind wir bei der Hochzeitsfotografie. Ja, das kam zufällig, weil Freunde genau, dich stimmt, gefragt haben. Genau, stimmt, da habe ich vergessen. Ja, das Hochzeitsfotografie kam zufällig, weil ich eben schon leidenschaftlich fotografiert habe, meine Telefonzellen und Freunde, die nicht weglaufen wollten. Und eine Freundin von Freundin hat die Fotos von der Freundin bei Photo Community gesehen, glaube ich sogar. Oder StudiVZ. Ah, was ist StudiVZ? Da war ich nie. Ja, da bist du geboren gerade. Ich war im Schüler-VZ. Kindergarten. Ich war noch zu klein. Ja, genau.
Ja, und dann sagte sie, du, ich kenne so einen, die heiratet und die würde super gerne deine Fotos haben wollen. Und ich dachte, ja, meine Fotos und heiraten, nee, also ich mache sowieso keine Hochzeiten, das kommt nicht in Frage. Ich bin keine, die dann Leute am Bank küssen, fotografiert oder am Baum umarmt, das finde ich ganz schlimm. Das möchte ich nicht machen. Und dann, das, was mich da überzeugt hat, war, dass die gesagt hat, du solltest aber in deinem Stil das machen. Du darfst alles machen, was du willst. Die will einfach deine Fotos haben. Das war natürlich richtig geil. Mhm. Das ist ein mega Lob, ne? Ja, ja, total. Ja, und aber auch war sie echt voll mutig, ganz ehrlich. Ja, aber ist ja eigentlich klassisch für einen Hochzeitsfotografen, ne? Dass die Freunde irgendwie fragen oder ja, die Freunde stimmt. vom Freund. Ja, also ich hätte aber auch nachhinein irgendwie ein Fotoalbum die Telefonzellen finden können, weißt du? Das stimmt. Auf deiner Website schreibst du, dass du eine Bildregisseurin bist. Ja. Erklär das doch mal. Oh mein Gott. Oder bist du das nicht mehr? Stimmt. Ich glaube, ich versuche das ein bisschen abzulegen. Okay. Das ist ein bisschen. Warum? Ich war, also man verändert sich auch. Im fotografischen Stil verändert man sich da auch. Also vielleicht viele sagen, oh, wenn ich dein Foto sehe, erkenne ich direkt, dass du das bist. Und ich denke selber so, guck mal, wenn ich mir die Fotos vor 2-3 Jahren anschaue, das bin ich gar nicht mehr ich. Ne? Mhm. Und ich habe damals auch den Zitat von David LaChapelle geliebt. Ich habe ihn damals auch geliebt, das ist auch ein Fotograf, der alles inszeniert. Seine Fotos sind so abgespaced und editiert und es ist nichts Echtes da. Manchmal keine richtige echte Menschen oder die richtig operierte Leute. Hat auch was. Und ich stand mega tierisch auf diesen Style und sein Zitat ist oder sein Spruch ist, wirst du Realität fahren mit dem Bus. Und mittlerweile finde ich eben Realität richtig geil und eben das, was kaum inszeniert ist. Oder vielleicht, wenn was inszeniert ist, dann soll das so inszeniert werden, dass da keiner merkt, dass es inszeniert ist. Dass das alle denken, dass das einfach Zufall war, das Foto. Mhm. Und wenn das so ist, dann würde ich sagen, ja, ich bin Bildregisseur, weil ich mir Sachen überlege, die nachher das Foto authentisch wie möglich irgendwie darstellen. Okay, das heißt... Also machst du ja Hochzeitsreportage-Fotografie auch viel. Also genau, wenn auch. Du bei einer Hochzeit bist, greifst du dann ein in die Reportage oder ist das nur bei den Porträts? Beides, würde ich sagen. Also beziehungsweise bei Hochzeitsfotografie weniger. Da versuche ich, ihr stark es geht, einfach nur zu beobachten. Aber man hat ein paar, 2-3 Tricks, die manchmal funktionieren. Ne? Wenn man bei der Trauung die Kinder anguckt und irgendwie Fratzen zu denen macht, dann hofft man, dass sie dann antworten und dass man dann abdruckt. Ne? Ja. Oder dass man, wenn die Kinder in einem Gang stehen, geht man so nach hinten und hofft, dass sie sich umdrehen. Wenn sie sich umdrehen, dann Jackpot, dann weißt du, die werden sich schon irgendwie anschauen oder Schwachsinn machen. Ne? Mhm. Und das ist das, was ich verursache. Aber glaube ich mehr, nicht wirklich. Manchmal werfe ich die Blumen Richtung Brautpaar, wenn die rausgehen, damit ich mehr Blumen auf dem Bild habe, als dann, okay. Ich glaube, mehr ist dann nicht. Bei den Shootingsfotos natürlich, bei Porträtfotos beim Shooting, da, beim Hochzeiten natürlich, da macht man sich schon Gedanken. Dann guckt man einfach, wo die Leute sich hinstellen, wo der beste Spot wäre, wegen des Lichtes oder Aufbau. Oder ob man da vielleicht tatsächlich fremde Leute auf dem Foto vielleicht einbauen möchte, aus irgendwelchen Gründen, damit das eben mehr nach Reportage aussieht und nach Zufall. Oder man gibt Brautpaaren irgendwelche Aufgaben, die wiederum die aus der Rolle bringen und das alles ein bisschen natürlicher aussehen lassen. Bist du dann, also manche Streetfotografen zum Beispiel, das ist ja auch Reportagefotografie eigentlich, die stehen manchmal an irgendeinem Spot, den sie cool finden, wo sie dann ihr Bild auswählen und dann warten, dass sozusagen irgendwer ins Bild läuft und genau an der richtigen Stelle ist. Machst du das auch so? Ja. Oder bist du eher so, dass du durch die Gegend läufst und dann halt einfach den Moment erwischt? Beides. Also manchmal tatsächlich, wenn das Brautpaar perfekt steht und ich sehe, das Licht super cool ist, da will ich nicht, dass sie sich bewegen und vielleicht will ich mich auch nicht bewegen, weil es sieht alles perfekt aus und dann warte ich einfach, bis etwas passiert. Oder manchmal weiß man schon, dass etwas passiert, nach dem Motto, okay, die
Leute wollen Luftballons irgendwie in im Luft schießen, dann muss man einfach abwarten, bis das richtige Moment ist, wenn man den richtigen Platz schon erwischt hat. Aber manchmal, wenn man die Straße hat und sieht man irgendwie von Weitem, da kommt so ein komischer Typ, der sieht richtig geil aus, es wäre nice, ihm auf eine Foto zu haben, dann bleibt man stehen und wartet man ab. Aber ansonsten, bei Hochzeiten hat man nicht so mega viel Zeit, um da richtig lange zu warten. Das ist das Problem. Ja. Trainierst du das? Zu warten? Nee, das sozusagen, das Gucken sozusagen. Also total. Sportler zum Beispiel machen das ja auch. Ne? Die üben dann im Wettkampf schon vorher irgendwie, nicht im Wettkampf, sondern im Training halt irgendwelche Situationen. Machst du das auch? Also gehst du raus, machst Streetfotos? Oder? Ja, ich trainiere auf zwei Weisen. Erstmal tatsächlich Trockentraining. Ich fotografiere eigentlich quasi immer mit meinen Augen an der Kamera. Also ich weiß, ich gehe einkaufen und denke ich mir direkt so, ob. Toll und so und wenn du und so und manchmal bringe ich mich selber, also mache ich mir selber so irgendwie so Brainstorming nach dem Motto, stell dir vor, du musst jetzt hier fotografieren, was würdest du dann machen? Und dann denke ich mir, oh Gott, das ist ja echt voll schlimm, warum hier geht's gar nicht, ne? Doch Martha, du musst was überlegen, wo wäre der Spot? Und dann bleibe ich stehen und denke mir, ja, warte mal, na gut, da, ne, so. Und oder wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, das ist dann häufig tatsächlich die Aufgabe. Ja. Dass ich selber. Ich habe das auch immer, also das habe ich angefangen, als ich die Ausbildung zum Mediengestalter gemacht habe. Dass ich sozusagen immer, wenn ich irgendwo Werbung sehe, die einfach mal so analysieren. So, ne? Ja. Was ist das für eine Schriftart? Wie funktioniert das? Welche Farben? Genau. Welche Bilder? Und ich glaube, das ist eine ganz gute Schule, wenn man das sozusagen immer macht. Einfach bei jedem Bild, was man sieht, das auseinandernehmen. Ja. Irgendwann kann man dann nicht mehr anders, als das zu sehen. Ja, total. Also geht es mir genauso. Auch bei Plakaten und so, da denke ich auch. Warum haben die das gemacht? Ist das gezielt? War das Zufall? Was verursacht das bei mir, wenn ich das sehe? Und ja. Es ist immer schön mit so offenen, also geht wahrscheinlich in jeder Berufsgruppe so, ne? Also Friseur wird wahrscheinlich auch die Gegend gehen und sagen, oh Gott. Hey, der Schnitt. Interessant. Ist das vorne oder hinten? Deine Hochzeitsbilder sind, ich weiß nicht, ob das. Also ich habe es gesehen, es ist immer noch so, aber es hat sich irgendwann entwickelt, dass die so ein bisschen kühler wurden im Look. Und ein bisschen, also sie sind immer sehr kontrastreich, finde ich. und halt immer nicht sozusagen auf der Schwelle, nicht im Weißer gleich nicht zum Warmen, sondern eher eine Tendenz zum Kühlen. Warum ist das so? Das weiß ich nicht. Witzigerweise, ich bin der Meinung, dass ich mich die letzten 2-3 Jahre ein bisschen wärmer geworden bin. Okay. Dass ich selber merke, dass mir das mehr gefällt. Wahrscheinlich, weil ich so viel Einfluss von den ganzen anderen Fotografen habe, die alles super extrem warm machen. Und irgendwann färbst du auch ab und denkst, oh, du bist viel zu kühl, du bist ein bisschen wärmer. Und ich finde, dass ich schon wärmer geworden bin. Aber ich weiß nicht, ich möchte dieses, vielleicht bin ich so nordisch und so weißt du. Das Kühle ist toll. Aber bedeckter Himmel ist schon irgendwie dein Optimum, oder? Oh, ich mag bedeckten Himmel, auf jeden Fall. Oder lieber so richtig krassen Fotografenhimmel mit Wolken und ein bisschen Sonne durch. Und das finde ich nicht mehr cool. Das möchte ich von, also vor ein paar Jahren fand ich das am geilsten, finde ich mittlerweile zu viel Informationen auf dem Bild. Das lenkt zu viel ab von den Menschen. Ich finde es am coolsten, wenn das clean ist, also dass das alles bewolkt ist und dann das ist richtig so ein Softbox auf dem Himmel. oder was ich tatsächlich seit so ungefähr einem, vielleicht 2 Jahren sehr gerne mag, ist dieses hässliche Fotografenwetter, also richtig volle Sonne. Weil das mich irgendwie motiviert zum Zaubern und sagen, oh Gott, das ist so schlimm, eigentlich kann man kein gutes Foto machen, man muss jetzt doch ein cooles Foto zaubern. Ja. Und in der Stadt finde ich das super angenehm, weil da kann man super viele geile Spots finden, also ich meine nicht so Schattenspots, sondern tatsächlich Sonnenspots, die da aber irgendwelche geometrische Formen ergeben und das Foto interessant machen. Wenn man aber irgendwo im Wald ist und es ist super sonnig, Horror. Alles grün, ne? Alles grün und die ganzen Punkte, da steige ich aus. Da denke ich mir, okay, da kann ich nicht kreativ sein. Das ist so eine Ablenkung. Das ist, ich kann nicht. Das Grüne ist sowieso. Aber sowieso magst du lieber Stadt, ne? Ja, total. Also wenn man so guckt, ist immer so irgendwelche Ruinen oder
Schrottplätze oder Waschsalons. Das ist aber auch alt. So ja, aber... Aber nee, ja klar, so ich bin Urbanellis, weißt du? Ich liebe urbane Geschichten. Ja, ich liebe lieber Stadt, lieber Beton als Wald. Okay. Wie kommt das? Vielleicht... weißt du, Peter Lindberg, sorry, ich wollte mich einmal vergleichen mit ihm. Jetzt weiß ich nicht, was ich sage. Check. Check, genau. Ich wollte einmal einbauen, Peter Lindberg. Ja, geschafft. Der ist auch was im Ruhrpott aufgewachsen. Und das siehst du auch bei seinen Fotos, dass er irgendwie das immer wieder irgendwo das einbaut. Vielleicht, weil das etwas ist, was mir vertraut ist. Ne? Ja, es kann sein. Deswegen fühle ich mich da wohl, weil ich das kenne und diese ganze Grüne und Bäume war vielleicht nicht das, wo ich unbedingt da aufgewachsen bin und deswegen, ja. Hast du schon mal analysiert was ein gutes Hochzeitsbild für dich ausmacht? Ja. Und? Auf jeden Fall eine Geschichte. Also ich hatte vor vielen Jahren versucht, alles perfekt darzustellen. Ich bin am Set gekommen von der Hochzeit, sagt man so, wie auch immer, und dann erstmal aufgeräumt, weil es liegt zu viel und es muss alles so clean sein und das Foto darf nicht zu viele Elemente haben, weil sonst ist man abgelenkt. Und dann habe ich so richtig alles so ganz, ganz, ganz elegant dargestellt, bis sie selber gemerkt haben, das langweilt mich. Es ist vielleicht Blut, weil es konnte sein, dass das die Bräute genau das wollen, dieses Perfekte zu zeigen. Aber ich finde, das Foto guckst du dir einmal und legst du irgendwie in dein Fotoalbum und vergisst du. Und wenn da tatsächlich mehr passiert, dann, wenn du diese authentische Leben siehst, dann wirst du immer wieder gucken. Oh, guck mal, da liegt noch Pommes-Tüte neben meinem schicken Schuh oder so. Ich weiß es nicht. Und die Tante, die gerade dreht am Rad hinten. Und das merkst du alles. Und die Fotos sind vielleicht vom Aufbau her Tragödie, weil da sind keine irgendwie fotografische Aufbaulinien vielleicht beibehalten. Aber das guckst du dir irgendwie, glaube ich, ja, gerne an. Also Inhalt über Form. Genau. Ganz klassisch Design sozusagen. Genau. Ich habe noch gelesen, dass es kann auch sein, dass es ein Video war, dass du am liebsten die Freundin vom Brautpaar wirst. Ja. Um dann, und dass du sie dann mit anderen Augen siehst. Mhm, total. Also es ist häufig so, dass ich, wenn ich keine Möglichkeit habe, mich mit dem Brautpaar zu treffen und die richtig persönlich kennenlernen, während des Fahrts zur Hochzeit überlege ich mir eine Geschichte. Ich laber mich wirklich sehr voll. Ich belüge mich selber nach dem Motto so, oh, Tina und Matthias sind ganz tolle Freunde von mir und Matthias, der ist total so Fußballfreak, ne? Und Tina, oh, die geht mir so manchmal auf den Nerven, wenn sie dann schon die dritte Tasche kauft und so. Und überlege mir tatsächlich die ganzen Geschichten, wie ich die kenne und was für Freunde sind das von mir. Und wenn das gar nicht stimmt? Wenn das nicht stimmt? Ja. Oder sind das sozusagen Sachen, die du im Vorgespräch rausgefunden hast? Nö. Also wenn ich was herausgefunden habe, natürlich baue ich mit den Geschichten das rein. Okay. Klar, natürlich. Zum Beispiel, sie ist Pferdemädchen. Ne? Dann sage ich dann direkt, weiß ich, ja, eigentlich passt das gar nicht zu ihr. Die ist Pferdemädchen, aber kauft sich ständig welche Prada-Taschen. Und ich überlege mir so lustige Geschichten, die irgendwie vielleicht zu denen passen würden oder nicht, aber dadurch machen die... Also sind die für mich irgendwie sympathischer oder ich habe so ein Gefühl, ich bin die Best Friend von denen. Aber verfälscht das nicht sozusagen die richtige Geschichte? Ja, sicherlich, aber irgendwann kriege ich die richtigen Sachen und dann baue ich mir dann das da ein. Aber okay. Zuerst mindestens, wenn ich reinkomme, denke ich mir so, cool, meine coole Freunde heiraten heute. Das habe ich tatsächlich gemerkt, wenn ich mit manchen Brautpaaren aus irgendwelchen Gründen mehr zu tun hatte, weil ich die vielleicht schon einmal auf einer Hochzeit kennengelernt habe oder Freunde von Freunden oder manchmal sind so Brautpaare, die dann sagen, du, wir wollen aber davor noch ein Shooting mit dir machen, zum Beispiel, um unsere Einladungskarten dann zu gestalten. Oder ich bin schwanger geworden, machst du erstmal Bauchshooting und dann, wie auch immer.
Oder jetzt durch Corona-Zeiten habe ich manche Brautpaare viel besser kennengelernt, weil wir mehrmals uns getroffen haben, um alles umzuplanen. Und manchmal war ich halbwegs schon Hochzeitsplanerin, weil wir tatsächlich sogar die Location gewechselt haben oder das in meinem Studio gemacht haben, also beziehungsweise in der Halle oben, die freie Trauung. Und dadurch dachte ich mir, das sind meine Freunde jetzt geworden. Und auf die Hochzeiten habe ich mich besonders gefreut. Bist du dann wenn du morgens im Auto sitzt sozusagen und dann zu der Hochzeit fährst, also ich komme nochmal drauf zurück, bist du dann aufgeregt? Ja, immer noch, total. Ich finde das von deiner Seite cool, weil das ist so, weißt du, weil ich merke, ich bin immer noch nicht so total, es ist mir egal, die Hochzeit. Mhm. Von deiner Seite hasse ich diese Zeit, weil ich immer schlimmer werde. Ich fahre immer früher los, weil ich irgendwie Angst habe, dass ich zu spät komme. Weil vielleicht einmal ist es mir schon was passiert, dass du im Stau standst, bist trotzdem pünktlich gekommen, aber hätte sein können, dass wenn, bla bla. Und ich werde immer schlimmer, sodass ich manchmal, es ist mir zu peinlich, weil ich erst eine Stunde früher da bin und dann fahre ich noch irgendwie um die Ecke, um da einfach mein Auto abzustellen, so ein bisschen warten, weil die werden denken, dass ich voll bescheuert bin. Also. Und dieses Aufregung ist immer leider da. Und wenn ich angekommen bin, da bin ich schon so gechillt, dann ist es alles cool. Es sei denn, dass eine Hochzeit in Hamburg oder Berlin ist, wo du denkst, oh mein Gott, wo bleibst du stehen, wo kannst du parken, hast du genug Zeit, um da zu einem zweiten Ort zu fahren, ne? Also wenn jetzt nicht Corona wäre, würdest du ja wahrscheinlich so 20, 30 Hochzeiten im Jahr fotografieren. Mhm. Und also ich kenne das von mir. Wenn ich 20 Hochzeiten fotografiert habe, bin ich total ausgebrannt, dann brauche ich erstmal 2 Monate keine Hochzeit. Geht dir das genauso? Wie hältst du dir die Lust am Hochzeiten fotografieren? Also meistens nach der Hochzeitssaison versuche ich keine weitere Hochzeiten anzunehmen, aus 2 Gründen. Erstmal um Abstand zu kriegen und wieder Lust auf neue Hochzeiten zu haben im neuen Saison. Und aus dem zweiten Grund, damit ich meistens die Winterhochzeiten keine besonderen Hochzeiten sind. Und dann wäre es blöd, wenn du so ein bisschen schon leicht müde bist von den ganzen Hochzeiten und dann machst du noch irgendwelche kleinen irgendwie Standesamt ohne Shooting und ohne richtige Reportage. Deswegen versuche ich, die Hochzeiten dann abzulehnen und andere Projekte zu machen. Hast du schon mal so richtig was verkackt? Auf einer Hochzeit? Ich überlege gerade. Tatsächlich glaube ich nicht. Ich weiß, was du meinst. Speicherkarte vergessen, Speicherkarte formatiert oder verloren oder so. Nee, glaube ich noch nicht. So Braut mit dem falschen Namen angesprochen. Da, ja. Ja, aber das war lustig. Ich glaube, jetzt ist es wirklich witzig, weil ich dachte tatsächlich, ich habe ihn die ganze Zeit Kai genannt oder so, den Bräutigam. Oder ich weiß es nicht. Ich habe ihm falschen Namen gegeben, aber er hat so ausgesehen wie so ein Kai oder wie so ein Tim oder so. Und er sagte die ganze Zeit den richtigen Namen. Jetzt weiß ich nicht, wer das war. Ich weiß, dass nur so eine Situation war. Und irgendwann haben wir einfach drüber gelacht und er sagte, ach, nenn mich, wie du willst. Und dann habe ich ihm ja tatsächlich schon extra den falschen Namen genannt. Ja, das kam vor. Aber nicht, weil ich dann irgendwie verwechselt habe oder den richtigen Namen nicht kannte, sondern er hat irgendwie, manchmal hast du so Leute, die dann irgendwie für dich komplett anders aussehen. Und dann hatte ich auf einmal diesen Namen. Ah, ja, ich hatte noch die Braut und die Trauzeugin. Und die Trauzeugin war Ex-Braut von mir. Und ich habe ständig zu der Braut den Namen von Trauzeugen gesagt. Und so. Okay. Das ist auch schön, ne? Aber Namenverwechsel ist auch meine Spezialität. Ja, ja. Bei Bräuten klappt es meistens, oder bei Brautpaaren klappt es meistens. Aber passiert das super, auch bei Freunden, die ich gut kenne. Auf einmal habe ich irgendwie, ich weiß es nicht. Also das ist nicht nur von wegen, ich kenne dich nicht, deswegen gebe ich dir den falschen Namen, sondern manchmal habe ich so irgendwie... Aber du hast auch für jeden einen Spitznamen, oder? Ja, stimmt. Vielleicht liegt es daran. Das kann sein. Kayomato. Ja, genau. Wie bildest du dich fort? Bildest du dich fort? Oder guckst du nur Bilder an? Ja, ich bilde mich fort.
Also, beziehungsweise ich suche mir gezielte Workshops, die ich manchmal besuche oder online mir anschaue. Aber ich glaube, man bildet sich auch fort, eben wenn man zu einer Ausstellung geht oder einen Fotografen folgt und versucht, das zu analysieren, was er macht. Und wenn man Filme guckt, weil ich versuche mich nicht nur bei Fotografen zu lernen, sondern auch woanders, also keine Ahnung, auch bei Malern oder bei natürlich bei Movies, ne? Dann siehst du direkt dann, wie die das drehen, warum die das drehen, wie das Licht so ist. Und ich finde Filme immer so voll krasser Möglichkeit, irgendwie was Neues zu lernen. Ich bin auch totaler Filmfan. Am besten sind immer die Making-ofs, wo du dann siehst, wie die das Licht gemacht haben. Oh, und so. Ja. Das ist echt cool. Also ich habe so ein paar Zitate gefunden von dir. Oh Gott. Ich hab alles. Gibt's da was von mir? Ich dachte mir, naja, ich habe halt Videos geguckt von dir zum Beispiel. Und da fällt irgendwie relativ häufig so die Aussage, dass du eher schüchtern bist, dass du dich lange nicht als Hochzeitsfotografin bezeichnet hast, weil du das nicht gelernt hast. Und dass du Angst hast zu versagen und ziemlich unsicher bist. Und das ist ja bei vielen Künstlern so. Und hast du inzwischen einen Weg gefunden, damit umzugehen? Nein. Du schreibst es ja schon mal ganz öffentlich auf deine Website. Ja, genau. Das ist schon ein Schritt, auf jeden Fall, das auszusprechen. Genauso wie die Alkohol. Ich glaube, wenn die sagen, ja, ich habe Probleme mit Alkohol, jetzt schneidest du das aus und baust du irgendwo mal auf, und sagst, jo, ich habe Alkohol. Das ist ein Meme. Das ist schon sicherlich ein Schritt. Zu sagen, dass man schüchtern ist, ist auch schon ein Schritt. Ne? Und mir hat tatsächlich Fotografie super krass geholfen, ein bisschen offener zu sein, weil man muss ein bisschen offener sein und auf die Leute zugehen und mit denen sprechen. Mich hilft natürlich die Kamera von mir zu haben. Das ist schon so ein bisschen eine kleine Barriere, die ich mir aufbaue. Und ja, also das sind so Sachen. Also das bleibt immer, natürlich Versagen, krass, auf jeden Fall immer. Und manchmal traue ich mich nicht mal so richtig, andere zu folgen und die Arbeiten anzugucken, obwohl ich das gerne machen würde, um zu lernen. Aber dann denke ich mir, oh mein Gott, oh, die sind so gut. Ich kann mir das eigentlich gar nicht anschauen. Und das will ich eigentlich gar nicht mehr anschauen. Weil ich aber du vergleichst dich mit Peter Lindberg. Bei ihm habe ich aufgegeben, dachte ich mir, okay, das ist zu gut. Komm in ihn. Komm. Wobei, auch das ist auch, ich war neulich auf einer Ausstellung von ihm und auch bei jedem Foto versuche ich irgendwie Fehler zu finden, um zu sehen, der ist auch menschlich und das ist nicht alles perfekt. Und auch bei der Ausstellung war ich immer so ganz nah an den Fotos und habe geguckt, unscharf, ne? Obwohl die alle anderen Fotos scharf sind. Aha, okay, das war also nicht gewollt, ne? Dieser Unschärfe bei dem Foto, ne? Wenn das so eine Reihe ist von der gleichen Person und so. Und dann denkst du, scharf, 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 unscharf. Deine Fotos sind jetzt schon mit mehreren Awards ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Brautfoto Award und mit dem Masters of German Wedding Photography Award. Kannst du das mal für alle, die noch nichts mit Awards zu tun hatten, beschreiben, wie das so abläuft? Also es gibt so Portale oder Seiten oder wie auch immer, also wie Brautfoto Award, das ist eigentlich eine Zeitung, die einmal im Jahr so einen Contest quasi herausruft. Bei Master of Wedding Photography, da machen die das mehrmals im Jahr. Da muss man ein Mitglied sein. Nein, muss man nicht. Ist auch egal. Ist egal. Auf jeden Fall, man erreicht da Fotos, je nachdem, wie die Bedingungen genau sind. Keine Ahnung, manchmal sind das nur 5 Fotos, manchmal sind das 20 Fotos. Bei manchen ist das so, dass wenn du ein Foto einreichst, musst du was dafür zahlen. Manche nehmen das einfach nur so an. Und manchmal sind Themen, für die du dein passendes Foto finden musst. Manchmal ist es ein allgemeines Wedding-Photography oder wie auch immer. Und dann werden die passenden Fotos
gekrönt. Aber und dann gibt es eine schöne Gala und da geht man dann im Ballkleid auf die Bühne. Ja, genau, genau. Also bei Brautfoto Award gab es tatsächlich so eine richtige Gala, wo man da auf die Bühne kam und dann richtig Award gekriegt hat. Und ja, das war schön. Allerdings muss ich sagen, auch da habe ich ein bisschen verändert. Irgendwie habe ich keine Lust mehr auf die Awards. Also, weil das ist schon wieder so ein Contest mit Fotografen, die, also manchmal bin ich sehr genervt, weil denke ich mir, ich habe sicherlich besseres Foto eingereicht, als das, was gerade ein Award gekriegt hat. Und da frage ich mich, warum? Warum hat das Foto gerade ein Award gekriegt? Ich sehe zum 17. Mal irgendwie Braut mit Schleier. Und warum hat das Foto gerade Award gekriegt? Das nervt mich tierisch, ne? Und dann wiederum, es gibt Fotografen, die, wenn die schon dann, weiß ich, 15. Award gekriegt haben, dann habe ich so ein Gefühl, dass die Leute, die im Jury sitzen, gucken nicht so ganz richtig, was da auf dem Foto ist und nach dem Motto, ach, das kommt von ihm, Award direkt, ne? So. Es gibt auch krasse Fotografen, die tatsächlich mega geile Fotos machen und tatsächlich die Awards auch gekriegt haben. Auch ein Kumpel von mir, der Tobi Lühr, ich liebe seine Fotos. Oh, ich habe, glaube ich, nicht. Ist nicht so schlimm. Aber manchmal tatsächlich komme ich dann schon wieder zu dieses, weil ich ihm Angst vor Versagen habe, dieses Hasen nach dem Motto, so, warum nicht meins, das Foto war besser und so. Und dann, dass ich dann irgendwie Lust auch verliere und habe ich auch zum Beispiel wie bei Master of Wedding German Photography, ich habe so häufig im letzten Jahr vergessen, die Fotos einzureichen, dass ich irgendwie auch Lust verloren habe, das zu verschicken, weil die machen nachher im Jahr, also dass die ganzen Awards zusammensammeln und sagen, oh, du bist dann auf dem 5. oder 7. Platz, wie auch immer. Und ich denke mir, ja, ich kann ja nur auf dem 5. oder 7. Platz sein, weil ich zweimal vergessen habe, überhaupt was einzureichen. Ne? Aber es ist auch oft schon so ein, also es ist schon fast ein Untergenre von der Hochzeitsfotografie, oder? Diese Award-Fotografie, sage ich jetzt mal. Genau. Also immer so das spektakuläre Bild einer Hochzeit zu finden. Genau. Und ich finde dann letztendlich ein guter Fotograf, ein guter Hochzeitsfotograf, das ist nicht der, der dann dieses eine Award-Foto kriegt, sondern wo die komplette Reportage cool ist. Also eigentlich wäre es geil, ein Portal zu haben, der komplette Reportage bewertet und dann ein Award kriegt man für die Reportage. Dann würde ich sagen, jo, richtig Daumen hoch. Weil ich kenne auch Fotografen, die nur für Awards einfach, die auf die Hochzeiten gehen, um die Awards zu kriegen. Also versuchen nur die Awards zu schnappen und dann die Fotos für Awards zu machen und den Rest interessiert die dann nicht. Und das ist auch ein bisschen Blut, weil nicht darum geht es. Ne? Eigentlich geht es um den Tag festzuhalten. Und was passiert nach so einem Award? Gehen dann erstmal die Buchungsanfragen durch die Decke? Nee, gar nicht. Also ich glaube, das ist so eine Blase, schätze ich mal, die wir Hochzeitsfotografen sehen, dass wir uns dann selber irgendwie schmeicheln und sagen so, oh, der hat den 17. Award gekriegt von draußen. Vielleicht irgendwann, vielleicht wenn ich tatsächlich auf meiner Webpage 17 Awards dann packen würde, dann würde ich wahrscheinlich Brautpaar sagen, oh, keine Ahnung, was das ist, aber der hat irgendwie da Awards, das ist cool. Ne? So. Aber schon ein bisschen wie so ein TÜV-Siegel eigentlich, oder? Sicherlich auch für einige, wenn man das tatsächlich richtig bewertet vielleicht. Ich glaube, bei vielen, das kommt nicht mal an bei Brautpaaren, sondern die werden von Mund zu Mund empfohlen, Martha, cool und so, buch die. Und dann interessiert die gar nicht so ein Award. Vielleicht, wenn die da ein bisschen mehr recherchieren, meinte, oh, da hat sie mal was bekommen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht im nächsten Jahr rede ich anders und wieder habe ich Bock irgendwie auf ein bisschen Challenge. Aber irgendwie in diesem Jahr habe ich tatsächlich nicht mal einmal was eingereicht. Ja, ich auch nicht. Ich habe das nur, also ich habe irgendwann mal, eigentlich, wir haben das auf Blogs, dass die das gefeatured haben. So. Mhm. Und ich habe das auf der Website, weil ich mir denke, dass vielleicht einer, der die Bilder schon ganz cool findet, und dann irgendwo unten, ganz unten auf der Website nochmal das kleine Logo von dem Blog sieht und denkt sich so, ah ja, okay, das scheint zu funktionieren. Mhm, ich glaube so. Ja, genau, sowas vielleicht. So ist ja. Das eher. Ja. Aber jetzt auf deiner Website steht Hochzeitsreportagen für junge Seelen, Rebellen und Querdenker. Ja! Und ich finde, das passt auch ganz gut. Das heißt, entweder postest du nur Bilder, die dazu passen, oder deine Brautpaare sind tatsächlich passend dazu. Also was ich jetzt gesehen habe, die sind alle jetzt nicht mehr so Mitte 20, das junge, verliebte Paar, sondern eher schon
keine Ahnung, haben studiert, haben schon mal 2-3 Jahre Berufserfahrung gesammelt und heiraten dann irgendwie. Mhm. Das ist so, aber unterschiedlich, glaube okay. ich. Das ist vielleicht unbewusst irgendwie vermiete ich das. Also ich kenne auch Rebellen, die 20 gerade sind. Ich kenne aber welche, die 50 sind. Okay. Also das Alter ist jetzt nicht so... Nee. Weil ich hab eine Theorie, vielleicht kannst du okay. dir auch bestätigen. Ja, okay, ja. Also meine Theorie ist, dass man sich als Brautpaar wahrscheinlich eher einen Fotografen sucht, der ungefähr im gleichen Alter ist. Oh, dann habe ich bald keine Hochzeiten mehr. Kann aber sein, natürlich. Ja, du willst einen Freund auf der Hochzeit haben, ist ja klar. Ja. Deswegen, also wahrscheinlich, wenn du Mitte 20 bist, hast du selten Freunde, die dann über 40 sind. Ne? So, deswegen suchst du wahrscheinlich einen Buddy in deinem Alter. Aber also ich fände es persönlich auch komisch, wenn ich jetzt Anfang 20 wäre und heirate oder sagen wir mal Ende 20 und heirate und dann buche ich jemanden, der 65 ist oder so. Mhm. Also vielleicht. Es sei denn, du Fotografie-Kenner bist und sagst, der Typ, das ist Lindberg, kommt zu mir. Hallo? Also den würde ich buchen. Okay. Ja, aber vielleicht ist es auch gar nicht so das biologische Alter, sondern irgendwie das Alter in der Seele oder so. Du musst dich einfach mit dem Wohl fühlen, mit der Person. Ne? Und wenn da so ein Opa kommt, der dann so, weißt du, dann, ja. Okay. Jetzt müssen wir noch kurz ein bisschen über Technik reden. Oh Gott. Ich weiß, du bist eher so, man fotografiert nicht mit Technik, sondern mit dem Herz. Ja. Aber die erste Kamera in deinem Herzen so richtig war, glaube ich, die 5D von Canon, oder? Also habe ich sie bei dir kennengelernt, dass das so die erste war, wo du dachtest, oh geil. Stimmt, ja, stimmt. Ich glaube, 5D habe ich so richtig gefühlt und auch gefeiert. Und ich habe die ungern verkauft. An dich? Ja, an mich. Was mochtest du an der? Ich möchte an der, dass die relativ klein war und mir in der Hand gut lag. Ich möchte die Menüführung und ich habe das relativ alles schnell gelernt, was da drin war. Vielleicht, weil ich auch vorher Canon 350 hatte. Also da war ich schon so ein bisschen was Ähnliches dabei. Und 5D war einfach das bisschen Bessere von 350. Da war es auf einmal Vollformat und auf einmal fühlte ich mich mehr professioneller. Okay. Und dann bist du zu Nikon gewechselt, zur D800, dann später 810 und dann zu Fuji mit der X-T2 und dann noch zu Nikon, jetzt wieder mit der Z6. Ja, Erzähl mal, wie kam es dazu? Richtig. ich bin unbewusst zu Nikon gewechselt, also ich wusste schon, dass ich wechsle. das hat sich nur einfach ergeben, weil Bekannter von meinem guten Freund, mit dem ich damals sehr viel Equipment zusammen hatte, hatte für Nikon gearbeitet oder hatte Connections bei Nikon, wie auch immer. Und so konnten wir sehr viel Equipment für guten Preis bekommen. Und also ich konnte eigentlich alles von Canon verkaufen und alles neu von Nikon kaufen. Und wir hatten, glaube ich, ein bisschen Budget da. Okay. In der Tasche. Das hat sich einfach angeboten. Und wie gesagt, mir ist eigentlich komplett egal, mit welcher Kamera ich fotografiere. Hauptsache, ich komme damit irgendwie klar. So die ersten paar Tage sind Blut natürlich, weil du weißt nicht, wo du dann klicken sollst. Aber danach ist es mir eigentlich egal. Hauptsache, Autofokus funktioniert. Weil da bin ich super schlecht. Ich bin halb blind. Ich sehe nicht, wenn ich alles selber fokussieren muss. Beziehungsweise es dauert zu lange. Und dann habe ich tatsächlich gemerkt, dass die Farben von Nikon eigentlich mir irgendwie angenehmer sind. Aber letztendlich, ganz ehrlich, man setzt Ape-Reset drauf und das sind so kleine Nuancen. Die kannst du auch korrigieren, also daher eigentlich egal. Und auf Fuji habe ich gewechselt, weil mir einfach die Größe so super gepasst hat, weil das ist noch kleiner ist und diesen Look, das ist so ein bisschen analoger Look und da hat man so ein Gefühl, man hätte vielleicht so eine kleine Leica dabei. Leica für Arme. Genau, Leica für Arme. Okay, diesen Blogartikel wird nicht von Fuji gesponsert. Fuji haben wir schon verloren. Aber vielleicht Leica kommt.
Ich gebe meine Adresse direkt. Und Fuji habe ich immer noch und nutze ich super gerne für Streetfotografie, wenn ich verreise, weil das wirklich sehr klein ist und passt in der Tasche. Und das Einzige, was mich ein bisschen bei Fuji nervt, ist Autofokus. Und wenn man aber keinen richtigen Auftrag hat, dann kann man ein bisschen entspannter bleiben und 2, 3 Fotos schießen und eins davon wird schon scharf sein. Und jetzt Z6 gerade aktuell? Genau, weil das ein bisschen Kompromiss zwischen Nikon und Fuji ist. Also die Größe von, naja, vielleicht nicht, aber schon sehr viel kleiner als die normalen Nikons und viel leichter und trotzdem aber Qualität von Nikon. Okay. Was macht denn allgemein so eine gute Kamera für dich aus? Ich glaube, gute Kamera darf nicht zu kompliziert sein, finde ich. Also von mir aus kann eine gute Kamera die Möglichkeit haben, viele Sachen einzustellen. Aber wenn ich die eingestellt habe, dann soll sie einfach arbeiten und nicht schon wieder irgendwie, weiß man nicht, dann, dass man alles noch wieder nachjustieren muss und dann 5 Male zum Hersteller schicken muss, damit das alles wieder passt. Und die muss dann dicht sein, damit die also staubdicht ist und wasserdicht ist, weil ich möchte mal im Regen fotografieren oder am Strand. Und die darf nicht zu schnell warm sein, Fuji. Mit Wirklichkeit von Fuji gesponsert, das Video. Wow, ja. Oder eben so Batterieausfälle haben, so eben wie Fuji. Weil es auf einmal Display dunkel ist und denkst, okay, du musst die Batterie ausmachen und es wieder reinschieben. Ja. Ja. Und das kann die Z6 alles? Das kann sie noch. Gut. ich habe eigentlich bei jeder Kamera was zu meckern. Und dann denke ja, ich das mir, ist ja eigentlich immer so. Ne? Ja, das, genau. Also die perfekte Kamera für dich selber gibt es wahrscheinlich nicht. Genau. Ich weiß es nicht. Manchmal habe ich so ein Gefühl, dass ich vielleicht zu blöd bin für die Kamera. Dass ich, wenn ich so ein Technikfreak bin und mich da einarbeiten würde, würde ich schon meine Einstellungen finden, mit denen ich glücklich wäre. Und ich habe ständig irgendwie Probleme mit Autofokus. Und die ganzen Features, die dann rausgenommen werden, auch Augenverfolgung, Faceverfolgung, bla bla bla. Es funktioniert alles super, wenn das hell ist, wenn du weiße Wand hast und ein Model, dann funktioniert das immer. Super, versuch es dann mal bei irgendwie so Action. Irgendwie einmal, wo das richtig rauskam, dass bei Z6, dass ich glaube, am Anfang war keine Gesichtsverfolgung in dem ersten System. Ja. Und dann kam das raus und so, jo, geil, morgen habe ich Hochzeit, kann ich endlich mal Gesicht verfolgen, super, super. Habe ich das in der Kirche probiert, bei dem Rausgehen von Bräutigam, von Brautpaar, Katastrophe. Die war erste 2 Sekunden auf das Brautpaar oder den Bräutigam, dann ist sie umgesprungen auf die Tante und die ganze Zeit bei ihr gehalten. Und die so, fuck, wie gehe ich raus, nur die Tante ist ja scharf, das Brautpaar voll unscharf. Und es ist geklebt, an der Tante geklebt die ganze Zeit, den ganzen Dings da. Warum das, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich den Cursor bewegt, dass er dann im nächsten Gesicht, ich weiß es nicht. Es ist geklebt an der Tante, fertig. Und dann habe ich gesagt, nie wieder Gesichtsverfolgung. Beim Rausgehen nie wieder. Ich mache das nur beim Shooting, wenn ich Einzelpersonen mache oder vielleicht die beiden, aber mehr mache ich nicht. Und wenn ich jetzt deine Kamera in die Hand nehmen würde, was wäre da so eingestellt? Was sind deine wichtigsten Einstellungen? Also nicht 200. Sekunde, sondern irgendwie, also was ist wichtig für dich, wenn du eine Kamera nimmst und die zum ersten Mal einstellst? So. Ja, also ich hab, Piepen aus wahrscheinlich. Ja, ach so, da Piepen auf jeden Fall. Piepen direkt aus. was habe ich denn eingestellt? Ich bin meistens im A-Modus. Ich habe meistens als Basic ISO 100 und dann gucke ich, wie ich mich entwickle. was habe ich denn noch? Was kann der noch haben? Ich habe meistens, Technik. Nutzt du den Augenautofokus zum Beispiel? Nee, tatsächlich. Ich habe erstmal Augenautofokus ausgeschaltet. Ich nutze meistens, also ich fange mindestens an, wie nennt man das, nicht Pin-Fokus, sondern das zweite, dieses bisschen größere. Keine Ahnung, wie das bei Nikon heißt. Ja. Also da kann man sozusagen verschiedene große Felder einstellen. Ja, genau. Okay. Es ist nicht das kleinste, nicht sehr dick, sondern so ein bisschen das zweite. Okay. Das ist eingestellt. Die zweite Größe. Die zweite Größe ist an. Ja.
Und das sind dann so Felder und dann kannst du die mit dem Joystick sozusagen hin und her schieben und fokussierst dann damit oder was? Genau, ja. Okay. Also du hast nicht, nutzt du Back-Button-Fokus, also dass du sozusagen mit dem Daumen scharf stellst und mit dem Zeigefinger auslöst? Ich weiß, sie sagen, ja, habe ich. Ich komme mit dem Ding nicht klar. Ich komme es nicht klar, ich weiß es nicht. Ich weiß, es ist besser, ich verstehe es alles und ich habe tausende Videos erfahren. Ich komme nicht klar. Ist ja nicht schlimm. Das nervt, das ist für mich also einfach dieses zu viele Finger auf. So kann ich mit einem Finger alles machen. Ja. Und so muss ich diesen machen und vor allem geht das mich voll auf die Hand. Mhm. Vielleicht machen das Männer häufiger, weil die einfach größere Hände haben. Und bei mir ist es immer, da muss ich immer so arbeiten. Okay. Merkwürdig. Nutzt du den Live-View? Also, ja, natürlich, du hast eine spiegellose Kamera, aber nutzt du auch das Display so? Oder, also fotografierst du mal so? Mhm, oder? Total, ja. Ja. Also, mittlerweile, seitdem ich Z6 habe, super häufig, witzigerweise. Ich finde das schlimm eigentlich, weil das so ein bisschen aussieht wie die Hobbyfotografen. So, vor der Brust. Achso, für die Podcast-Hörer. Martha hält die Kamera vor die Brust. Achso, ja. Und macht Doppelkinn. Ja. Aber tatsächlich, auf dem Live-View häufig sieht man besser, wie das fertige Foto aussehen wird. Das ist irgendwie schon so ein bisschen, oder? Ja, das ist cool, ne? Mhm. Irgendwie habe ich mal, ich habe ja auch eine kleine Olympus, so eine OMD. Und da habe ich das irgendwie dummerweise so eingestellt. Ich muss das nochmal rausfinden, wie das geht. Dass er nicht mehr das spätere Bild sozusagen zeigt im Live-View, sondern das, was er gerade sieht. Verstehst du? Also wenn du es sozusagen überbelichtet, ist es nicht im Display auch überbelichtet. Ah, okay. Sondern der kompensiert das dann irgendwie. Ah, okay, okay, ja. Ja, aber, ja, aber so wie du es gemacht hast, ist es, glaube ich, klüger. Ja, es sei denn, du im Studio fotografierst, da war ich auch neulich irgendwie, nicht neulich, also vor halbem Jahr oder so, erst der Shooting, glaube ich, hier. Und dann auf einmal alles im manuellen Modus und ich sehe das Bildschirm, denke ich mir, verdammt, das ist alles dunkel. Oh, jetzt würde ich aber doch was sehen. Und habe wirklich so blind fotografiert, weil auch durch Sucher habe ich nichts gesehen natürlich, ne? Weil ja. Mit Z6 siehst du nichts. Und mit Blitz dann, ne? Bitte? Mit Blitz dann? Mit Blitz, ja, klar. Ja. Und dann habe ich zu Glück die D810 dabei gehabt und die habe ich dann, nee, ich komme nicht klar, ich muss die D810 nehmen, weil ich sehe ja einfach nichts. Bis ich dann herausgefunden habe, wie man das ausschaltet. Das ist Technik, ich und Technik. Ich finde das gut. Muss nicht jeder Fotograf Technik-Nerd sein. Ich hatte gerne so im Ohr manchmal so einen Techniker an, dachte so, bitte schwarz. Ich habe schon gesagt, mein sehr, sehr guten Kumpel Manfred ist so voll Technik-Freak, der kann die ganzen Bücher auswendig und manchmal sage ich dann tatsächlich, schreibe ich in der Sprache, Manfred, Probleme, Hochzeit, Bildschirm schwarz, was machen? Und er so, geh mal im Menü, der 6, zweites von oben, bla bla, musst du ausschalten oder so, ich weiß es nicht. Sehr gut. Oh Mann. Einmal habe ich mit diesem Display-Modus 2-3 Mal geklickt und auf einmal hatte ich diesen bescheuerten, diese Wasserwaage. Oh Gott. Und ich wusste auch nicht, wie ich die ausschalte und die ganze Zeit, ich konnte mich nicht konzentrieren auf das Bild, war die ganze Zeit diese Wasserwaage dann, wow, oh Gott, was schlimm. Und da, Manfred, ich habe eine Wasserwaage. Ja, Freunde sind doch super, ne? Ja. Ja. Möchtest du der Welt noch was sagen? Pause. Mach Pause. Oh Gott, weiß ich nicht, was sagen die anderen? Nichts. Siehst du, ich schließe mich in Mehrheit. Ich könnte jetzt noch so, es gibt so einen coolen Zeit-Podcast, Alles gesagt heißt der. Die machen am Ende nochmal 60 Fragen und man muss sich immer für eine Sache entscheiden. Okay. Ich kann jetzt mal so 3 aus dem Stegreif machen. Okay. Und du musst dich entscheiden und man darf nicht weiter sagen. Okay, aha, nur entscheiden. Okay, cool. Okay. Canon oder Nikon? Nikon. Nikon oder Leica? Leica. Leica oder Hasselblatt? Leica. Analog oder digital? Ja, digital. Spiegellos oder Spiegelreflex? Spiegellos. Blitzen oder nicht blitzen? Nicht blitzen.
Oh, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Aber es waren mehr als drei. Vielleicht soll ich mich besser vorbereiten beim nächsten Mal. Ja. Zumindest auf die Fragen. Das ja, dann vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ihr könnt jetzt alle nochmal bei Martha auf die Website gehen und ihre Fotos angucken und bei Insta. Und ich verlinke das alles unter der Videobeschreibung, nee, in der Videobeschreibung und für die Blogleser unterm Blog und für die Podcasthörer in der Beschreibung. Und ja, folgt da mal alle Martha. Dankeschön. Das würde mich freuen. Genau. Ja, dann war's das. Danke, Kai. Bitte, Martha. Danke dir. Danke, Kai und Matto. Hoffentlich konntest du heute was mitnehmen. Wenn ja, lass mir noch einen Daumen nach oben da oder abonniere den Kanal. Vielleicht schaust du mal auf dem Blog vorbei, da gibt es das Interview nochmal in Textform und du kannst auch alle Bilder nochmal in Ruhe angucken von Martha. Apropos Martha, die Links findest du alle unten in der Beschreibung und ich wünsche dir jetzt einfach eine richtig gute Woche. Bis dann.